Ja, hallo. Heute noch mal ein Video zum Thema Kfz-Elektrik. Und heute gucken wir uns das Wechselrelais an. Und was das ist, sehen wir gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, hier haben wir noch unsere Schaltung mit der Selbsthaltung. Ihr erinnert euch. Aber heute wollen wir was anderes machen. Und zwar heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Relais, und zwar einem Wechsler. Das sieht zwar aus wie das Relais, was wir schon die ganze Zeit benutzen, aber es hat eine andere Funktion. Und zwar hat es hier einen Eingang und zwei Ausgänge, die man je nachdem hin und her schalten kann. Was kann man damit machen? Theoretisch könnte man damit eine Ampelschaltung machen, auch wieder eine ganz einfache Ampelschaltung, also nur Rot-Grün. Und jetzt die Frage, wie würde das dann aussehen? Wir klemmen das hier mal alles ab. Dafür nehmen wir mal einen anderen Taster. Und zwar diesen hier, einen grünen, das ist ein Schließerschalter. Das bedeutet, dass der Schalter immer geöffnet ist, also es fließt kein Strom, bis man den Knopf drückt. Und die Geschichte Taster heißt ja, solange man den Knopf drückt, ist der Schaltkreis geschlossen. Und sobald man den Knopf loslässt, ist der Schaltkreis auch wieder geöffnet. Das ist also nicht wie ein Schalter, den man umlegt, sondern nur so lange, wie man ihn drückt, hat man auch wirklich Kontakt. Okay, also wir haben jetzt folgenden Aufbau. Wir haben die Batterie plus liegt bis an den Schalter an, und sobald ich diesen Schalter drücke, kann der Strom weiterfließen durch die Spule vom Relais. Das Relais zieht an und wieder zur Masse zurück. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann generell hier? Jetzt gehen wir das erste Mal seit langem nicht mehr auf 15, weil wir haben ja unser Relais abgeklemmt und 15 ist nicht mehr schaltbar jetzt. Das heißt, das Relais bekommt einen Dauerstrom. Und das bedeutet, dass das Relais auf dem Schaltkontakt bzw. auf dem Eingangskontakt immer Strom hat. Das ist ja nur ein Wechselrelais. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier zwischen diesen beiden Pinnen und Masse Glühbirnen schalte, dann sollte eine Glühbirne leuchten und eine nicht. Und ob ich recht habe, das gucken wir uns jetzt an. Okay, das heißt, eine Glühbirne leuchtet, und wenn ich den Schalter drücke, dann sollte das Relais umschalten und diese Glühbirne sollte ausgehen und die andere sollte angehen. Ja, so funktionieren tut es ja, aber wo kann man denn sowas gebrauchen? Also das ist zum Beispiel möglich
an der Türe von einer Behörde, wo draußen so eine kleine Ampel dran ist und wenn sie rot leuchtet, dann darf man nicht eintreten und erst wenn sie grün leuchtet, dann darf man eintreten. Und das ist jetzt hier gelöst eben über einen Taster. Das könnte man natürlich genauso gut über einen Schalter machen. Ja, hinter der einen Glühbirne würde dann eine rote Ampel stecken und hinter der anderen Glühbirne würde eine grüne Ampel stecken. Und man könnte dann nach außen signalisieren, komm rein oder bleib draußen. Praktikabel ist diese Schaltung natürlich immer noch nicht. Ich möchte ja nicht als armer Sachbearbeiter da sitzen und die ganze Zeit diesen Knopf drücken, bis irgendeiner reinkommt, damit außen die grüne Lampe an ist. Ich möchte ja nur einmal einen Knopf drücken für grün und einmal für rot. Und können wir das hiermit umsetzen oder mit dem Wissen, was wir schon in den vorigen Videos uns angeeignet haben? Ja, können wir. Wir haben ja die Schaltung gemacht mit der Selbsthaltung und diese Wechselschaltung. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die beiden Schaltungen nicht so kombinieren können, dass das möglich ist. So, es sieht jetzt natürlich ein bisschen verwirrend aus, aber funktionieren wird es wahrscheinlich. Und zwar haben wir jetzt Folgendes gemacht: Spannungsversorgung auf 30 und dann habe ich jetzt einen Schalter zwischen 30 und 15 geklemmt. Dieser Schalter schaltet jetzt den gesamten Laststrom. Alles, was an Strom fließt, fließt über den Schalter. Da könnte man jetzt natürlich auch wiederum ein Relais zwischenhängen, um das Ganze, um den Schalter zu entlasten. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Das heißt, hier ist einfach nur ein Schalter zwischen. Die Funktion dieses Schalters, jetzt bei unserer Ampel zum Beispiel, dieser Rotampel, Grünampel im Amt, bedeutet, ah, ich habe Feierabend, also mache ich den Strom aus oder ich fange morgens an und schalte den Strom ein. Okay, wir haben also den Schalter, schalten den Strom auf 15. Dann würde der Strom hier über den Schalter oder bis zu dem Schalter fließen. Ja, das ist ein Schließer, das heißt, der Strom geht nicht weiter. Ich drücke den Knopf, der Strom fließt in das Relais, durch das Relais und das Relais zieht an. Hier drüber fließt der Strom von 15 aufs Eingang vom Relais. Und wenn das Relais angezogen hat, fließt der einmal zum zweiten Relais und einmal zu dem über diesen Öffnerschalter wieder zum Spuleneingang vom Relais. Das heißt, dieser Strom versorgt dieses Relais, damit es diese Selbsthaltung hinbekommt. Weiter fließt der Strom hier von diesem Ausgang, wenn das Relais angezogen hat, zu dem Spuleneingang von dem Wechselrelais durch die Spule auf Masse. Die Spule zieht an und schaltet hier die Kontakte. Die Kontakte wiederum kriegen Spannung von hier und geben einmal von dort oder geben den einmal raus zu dem einen oder dem anderen Kontakt. Das heißt, einmal leuchtet diese Glühbirne, einmal leuchtet diese Glühbirne. Das heißt, sobald ich einschalte, sollte eine Glühbirne leuchten, egal welches jetzt ist. Wenn ich den roten Knopf drücke, passiert nichts. Und wenn ich den grünen Knopf drücke, wird die andere Glühbirne angehen, und zwar so lange, bis ich den roten Knopf drücke. Zumindest dann, wenn ich es richtig angeklemmt habe. Okay, eine Glühbirne leuchtet, genau wie geplant. Ich drücke den roten Knopf, es passiert nichts. Ich drücke den grünen Knopf und es schaltet um auf eine andere Glühbirne. Und ich mache jetzt gar nichts mehr, es bleibt einfach so, bis ich den roten Knopf drücke. Und dann springt das wieder um auf die andere Glühbirne. So, das machen wir so lange, bis entweder kein Strom mehr da ist, also bis die Batterie leer ist, oder bis wir Feierabend machen und die ganze Anlage ausschalten.
Ja, wir gucken uns diese ganze Schaltung aber am besten nochmal auf einem Schaltplan an, weil das hier ist ein etwas verwirrender Aufbau, denke ich mal. Aber so wird es halt gemacht. Nun gut, wir gucken es uns auf dem Schaltplan an. Jetzt erstmal, Ulmanito hat mich darauf hingewiesen, dass ich bei meinen Zeichnungen geschludert habe, weil ich die Lötpunkte vergessen habe. Das stimmt, hier und hier habe ich jetzt zum Beispiel Lötpunkte ergänzt. Hier fehlt keiner, sondern die Kabel kreuzen sich, aber berühren sich nicht, dementsprechend kein Lötpunkt. Des Weiteren habe ich hier diese Kästchen ergänzt, die darstellen sollen, was ein Relais ist und was zum Relais gehört. Hier, das ist das Wechselrelais, das andere war das Schließerrelais. So, aber jetzt mal zur Erklärung. Wir haben Spannung auf 30 anliegen und sobald dieser Schalter geschlossen wird, hier unser Hauptschalter, dann fließt der Strom von 30 über den Lötpunkt, über den Schalter auf 15. Über diesen Lötpunkt durch den Schalter, der ja in einer Position stehen bleibt, durch die Glühbirne oder das Leuchtmittel auf Masse. Wenn diese Spule anzieht, dann schaltet dieser Schalter um, diese Lampe geht aus, diese geht an. Aber wann zieht diese Spule an? Das passiert hier. Die Spannung liegt hier an, kommt hier aber nicht weiter, weil das Relais aus ist. Und sobald man hier diesen Taster drückt, diesen hier, kann der Strom durch die Spule fließen. Die Spule zieht an, schließt diesen Schalter, versorgt einerseits die Spule von dem Wechselrelais mit Spannung, andererseits fließt die Spannung oder die Spannung fließt natürlich nicht, sondern der Strom fließt über den Öffner wieder vorne in den Eingang der Spule von dem normalen Schließerrelais. Es ergibt sich daraus eine Selbsthaltung und solange dieses Relais angezogen ist, wird die Spule vom Wechsler mit Spannung versorgt und erst wenn der Öffner gedrückt wird, fällt diese Spule ab, demnach öffnet der Schalter und danach fällt diese Spule wieder ab. Und hier im Vergleich die Schaltung zur Zeichnung. Hier ist unser Hauptschalter. Das sind unsere Leuchtmittel oder Glühbirnen. Hier, das ist unser Wechselrelais. Das ist unser Schließerrelais. Das ist unser Schließertaster. Und da hinten in der Ecke, der ist leider nicht mehr ganz drauf, ist unser Öffnertaster, um das Ganze wieder abzuschalten. Ganz wichtig, diese Kabelfarben, die ich hier gewählt habe, haben keinerlei Bewandtnis, die Kabeldicken eigentlich auch nicht. Ich habe einfach nur die Kabel gerade genommen, die ich hier in meiner Kiste hatte. Und deswegen ist hier auch alles rot, braun, grün, schwarz, alles vermengt. Wenn wir diese Schaltung richtig aufbauen wollten, dann müssten wir uns jetzt auch noch überlegen, bis wohin haben wir rote Kabel, ab wo haben wir gelbe Kabel oder sonst irgendwas. Also keinen besonderen Wert auf die Kabelfarben jetzt legen. Und auch keinen besonderen Wert auf die Art der Verklemmung legen, weil wenn das ein Elektriker sieht, dann ist der kurz vorm Suizid. Also das ist nicht sauber gemacht. Das ist einfach nur, um die Schaltung zu erklären. Also nochmal, Farbe steht nicht zur Debatte, Ausführung steht auch nicht zur Debatte. Es geht einfach nur darum, wie funktioniert es? Und nochmal die Warnung, Strom ist gefährlich, geht bitte nicht an Steckdosen, geht bitte nicht an Hochvoltanlagen. Und wenn ihr euch nicht damit auskennt, holt einen dazu, der sich auskennt, damit nichts schief geht. Und wenn ihr nicht glaubt, dass Strom gefährlich sein kann, dann guckt euch nochmal das Video an zum Thema Kurzschluss. Das findet ihr hier oben. Wem das Ganze hier zu schnell war mit der Selbsthaltung, dann empfehle ich euch, guckt euch das Video zur Selbsthaltung separat nochmal an. Das findet ihr hier oben. Ja, das wär's zum Thema Wechselrelais. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut, bis bald. Tschüss.